Der Stadtrat von Eisenach bei einer seiner Sitzungen. Die Zusammenlegung der Stadt Eisenach mit dem Wartburgkreis wird heiß diskutiert. Mit dabei die drei Abgeordneten der NPD. Der Neonazi Patrick Wieschke ist NPD-Fraktionsvorsitzender. Er mischt sich in fast jede Debatte ein. Das ist eben für uns als NPD-Fraktion der Haken. Und deshalb muss ich zunächst. In keinem anderen Kommunalparlament in Thüringen ist die NPD so aktiv. Sie nutzt den Stadtrat als politische Bühne. Hier kann sie sich als Kümmererpartei inszenieren. 3 Jahre lang hat Sebastian Krieg die NPD im Eisenacher Stadtrat erlebt. Der ehemalige Abgeordnete sieht die Partei als Gefahr. Die NPD im Eisenacher Stadtrat, in dieser Legislatur sind es 3 Abgeordnete, treten sehr bürgerlich und auch sehr bürgernah auf. Sie vermeiden grobe Provokationen. Aber man merkt eigentlich immer wieder in den Redebeiträgen, dass dort natürlich Provokationen gegenüber der Stadtspitze und auch gegenüber den demokratischen Parteien und dem sogenannten Parteiensystem eigentlich die Regel sind. Angepasst und bürgernah. Hinter der Arbeit in den Parlamenten steckt eine langfristige Strategie. Dies erklärte der ehemalige Bundesvorsitzende Udo Pasteurs. Er sagte in einer Rede 2007 vor NPD-Anhängern: Die NPD will als Speerspitze der parlamentarischen Opposition das gesamte System morgen oder übermorgen oder meinetwegen auch erst in 5 oder 10 Jahren aus den Angeln heben. Wichtig ist, dass es gekippt wird. Auch der NPD-Stadtrat Patrick Wieschke gibt sich bei einer Anti-Asyl-Demonstration der NPD kämpferisch. Wir werden nicht rasten und nicht ruhen, bis in diesem Rathaus, bis im Thüringer Landtag endlich wieder Politik für unsere Interessen, für unsere Kinder und für unsere Zukunft gemacht wird. Und wir sagen: Die NPD ist in Thüringen in zahlreichen Kommunalparlamenten vertreten. In den Landkreisen und kreisfreien Städten sitzen mehr als 30 Abgeordnete. Hinzu kommen die Gemeinde-, Stadt- und Ortsteilräte. Damit kommt die NPD auf über 60 kommunale Mandate. Pascal Bekrich untersucht seit längerem die Kommunalaktivitäten der NPD. Er hat an einer Studie über die Arbeit der Partei in Kommunalparlamenten mitgewirkt. Wenn wir uns das Agieren der NPD in den Parlamenten anschauen, so kann man feststellen, dass es von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ist, wie aktiv ihre Mandatsträger sind. Es gibt Mandatsträger, die kaum auf Sitzungen auftauchen, irgendwann gar nicht mehr gesehen werden, die dafür Strafgelder schon zahlen müssen, weil sie an den Sitzungen nicht mehr teilnehmen, die, wenn sie anwesend sind, eigentlich nur still da sitzen, noch nicht mal an den Abstimmungen sich beteiligen, selbst bei Themen, wo man sagen müsste, das wäre doch jetzt eine Möglichkeit, auf eine ganz einfache Art und Weise Position zu beziehen. Auch das passiert nicht immer. Und es gibt aber auch Mandatsträger, die sehr rege, sehr aktiv sind, die Dutzende von Anfragen stellen, die sich ständig zu Wort melden. Weniger aktiv ist die NPD in Erfurt. Hier sitzt Enrico Bischisco für die Partei im Stadtrat. Die Anwesenheitsliste für Mandatsträgerinnen und Träger liegt bei jeder Sitzung aus. Oft fehlt die Unterschrift des NPD-Vertreters. Danny Möller ist SPD-Stadtrat. Er ist über das Fehlen der NPD nicht unglücklich. Naja, ist nicht nur ein Nazi im Kopf, sondern ist auch ein Mensch, wo wir wissen, der kommt aus einer Hooligan-Szene, der hat eine gewalttätige Vergangenheit. Ich persönlich erlebe den auf Demonstrationen der NPD oder von anderen rechten Aufmärschen. Das ist immer schon sehr martialisch. Jedes Stadtratsmitglied kann Anfragen an die Verwaltung stellen. Die NPD stellt immer wieder Anfragen, mit denen sie versucht, ihre Ideologie zu verbreiten. Später landen die Dokumente auf der Homepage der Partei. Beispielhaft die Anfrage des NPD-Stadtrats Bejisko. Wie verfährt die Stadt Erfurt mit straffällig und schwer straffällig gewordenen Asylbewerbern? Die Antwort der Stadt erfolgte kurz und knapp. Im Bereich Asyl sind Bundesgesetze zuständig. So ergibt sich für die NPD kaum eine Möglichkeit, Stimmung gegen Geflüchtete zu machen. Problematisch wird es immer dann, wenn dieser Konsens nicht existiert. Wenn die NPD also inszenieren kann, dass sie in der Lage ist, die demokratischen Parteien zu spalten und
einzelne Abgeordnete oder einzelne Fraktionen auf ihre Seite zu ziehen. Das sollte möglichst vermieden werden, weil das wäre die schlechteste Art der Inszenierung im Sinne demokratischer Akteure. Zu einem Eklat kam es im Juni 2015 im Eisenacher Stadtrat. Die NPD stellte einen Antrag auf Abwahl der linken Oberbürgermeisterin Katja Wolf. Knapp die Hälfte der Stadtratsmitglieder hat dem NPD-Antrag zugestimmt. Damit war ein demokratischer Konsens gebrochen. Dies sorgte bundesweit für Entsetzen. Für die NPD war das ein Sieg. Eindeutig. Weil es hat der NPD gezeigt, dass ein wesentlicher Teil ihres politischen Selbstverständnisses sich bestätigt hat, bei dem die NPD davon ausgeht, dass ein Großteil der Bevölkerung ihrer Weltanschauung anhängt, sich aber nicht traut, diese öffentlich zu äußern. Im Stadtrat Erfurt gibt es eine gemeinsame Strategie gegen die NPD. Trotz aller Unterschiede zwischen den Fraktionen haben sich diese auf ein gemeinsames Handeln verständigt. So spricht bei den Anträgen der NPD immer nur ein Stadtratsmitglied der demokratischen Parteien. Wir wollen schon immer deutlich machen durch unser Agieren, dass hier jemand ist, der eigentlich unsere demokratischen Grundüberzeugungen ablehnt, durch seine verbalen Äußerungen, durch die Politik, die er vertritt, durch die Demonstrationen, die er uns in dieser Stadt beschert. Und da sind wir der Überzeugung, das müssen wir nicht einfach nur hinnehmen, sondern wir können unsere demokratischen Mittel nutzen, um uns sozusagen davon auch klar abzugrenzen und dieser Gruppierung am Ende, und hier ist es nur ein Vertreter zum Glück, deutlich zu machen, der gehört nicht zu uns. Und das auch in den Statements deutlich zu machen. Wichtige kommunale Entscheidungen werden auch in Ausschüssen entschieden. Gegen den Willen des NPD-Vertreters wurde er in den Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss gewählt. Nach Ansicht von Danny Möller hat es die NPD dort schwer, sich zu profilieren. Er wollte aber gerne in einem Ausschuss, wo möglicherweise, das ist zumindest meine Vermutung, populistisch darstellen kann, wie es eigentlich mit Ordnung und Sicherheit aussieht, wie es im Sozialen aussieht. Und es gab aber eine Mehrheit des Stadtrates, die sagten, okay, wenn es ihm ernst ist mit Kommunalpolitik, soll das im Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss mal zeigen. Es ist möglich, der NPD in den Kommunalparlamenten erfolgreich zu begegnen. Zentral ist vor allem eine inhaltliche Auseinandersetzung mit extremen rechten Positionen und Strategien. So kann verhindert werden, dass die NPD Kommunalparlamente als politische Bühne nutzen kann.